wieder auf der Strecke. Nach diesem katastrophalen Tag gestern hoffe ich, dass es jetzt besser läuft. Also ich habe den Schlauch dreimal gewechselt. Also nein, anders. Ich habe den Mantel dreimal kontrolliert, umgedreht. Also der Dorn war draußen, hundertprozentig. Ich hatte ihn ja sogar mir angeschaut. So, und ich habe jetzt im Mantel nichts gefunden. Gar nichts. Nada, null. So, also alle drei Schläuche sind jetzt auch dicht. Die habe ich über Nacht aufgepumpt. Alle hatten ihren Druck noch. Den einen Schlauch habe ich auch in den Mantel gezogen und bereits dann auf 4,5 Bar aufgepumpt. Heute Morgen waren 4,5 Bar drauf. So, ich bin jetzt gut 2 Kilometer unterwegs und toi toi toi, scheinbar verliere ich keine Luft. Ich habe keine Ahnung, was das war. Drückt mir die Daumen, ich überquere gerade die Eider. Ist schön. Das heißt, ich fahre Richtung Eidersperrwerk und dann Richtung Büsum an der Küste. So, bis später. Zum sechsten Tag möchte ich noch etwas loswerden. Vorab hatte ich mir für die Reise noch einen Premium-Account von Komoot geholt. Vergünstigt im ersten Jahr für 29,99 €. Und es sollte ja auch ein bisschen was dabei sein. Die HP, die Homepage von Komoot, bewirbt das so. Vor Ort Reparatur für Fahrrad und E-Bike, Riss in der Reifenflanke, abgebrochenes Schaltwerk. Wenn was kaputt geht, ruf einfach AXA Assistance an. Die schicken jemanden, der es repariert, oder bringen dich zur nächsten Werkstatt. Schon mal nicht schlecht. Oder die Übernachtungsorganisation macht die Werkstatt erst am Morgen wieder auf, arrangiert AXA Assistance eine Übernachtung, damit du am nächsten Morgen wieder ausgeschlafen weiterfahren kannst. So weit, so gut. Es gibt sogar noch den Ersatzfahrräder, gibt's auch noch. Und ganz wichtig, den Abhol- und Transportservice. Falls du deine Tour nicht fortsetzen kannst, organisiert AXA Assistance deinen Transport zu einem Ziel deiner Wahl innerhalb von 50 Kilometern, egal ob nach Hause, zum Zielpunkt deiner Tour oder zum nächsten Bahnhof. Na, das klingt doch schon mal schön. Das sind so die wichtigsten Highlights, die mich da zu bewegt, das halt zu machen. Nun ja, die Realität sah ja dann anders aus. Nachdem ich nun den zweiten Platten am sechsten Tag im strömenden Regen hatte und durch den Platten am Tag 4 nun auch keinen Ersatzschlauch mehr dabei hatte, ließ mich AXA nach dem Anruf förmlich im Regen stehen. Zitat aus dem Gespräch: Woher sollen wir denn jetzt noch, in Klammern 17.30 Uhr, eine Reparatur organisieren können oder herbekommen? Und außerdem machen wir sowas sowieso nicht. Punkt 1. Zweitens, der Übernachtung wurde überhaupt nicht angeboten, weder angesprochen. Man wüsste außerdem gar keine Hotels oder Übernachtungsmöglichkeiten in der Region von Friedrichstadt. Werkstätten kennen sie auch keine. Ende vom Lied. Nachdem ich dann eine Dreiviertelstunde gewartet hatte, rief mich dann jemand an. Ja, der Abholservice würde mein Fahrrad mitnehmen, aber nur mein Fahrrad. Wegen Corona. Tja, was für einen Sinn macht das? 14 Kilometer vor Friedrichstadt. Das Fahrrad irgendwo hinbringen zu lassen und mich da stehen zu lassen. Also habe ich mich um ein Großraumtaxi bemüht und durfte zumindest das dann die Quittung hinterher einreichen. So viel zu dem AXA-Schutzbrief. Ja, aber die Geschichte geht noch weiter. Wartet's ab. Erstmal weiter viel Spaß beim Zuschauen. Now that you got me started, I just can't stop. No, no, no. 'Cause I love you, baby.
Hallo. Oh, sieht aber weit aus. Ja. Oh, wo sind Sie denn hin? Wo komme ich her? Ja, ist schon der vorletzte Tag. So. Aussicht vom Schafsberg. Schon noch ein paar Kilometer bis zum Eidersperrwerk. Ich dachte, ich würde da doch nicht lang fahren, aber doch, ich fahre lang. Vom Schafsberg. Moin. Eidersperrwerk. Schon wahnsinnig, was für große Schleusen das sind. Ja, sperrt die Eider von der Nordsee aus. Oder was? Guck mal, die Welle ist jetzt für eine Phänomania. Das war mal die Welle früher. Da, 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 da. So, moin moin. Ich fahre gerade aus Büsum weg. Ich habe nur noch 31 Kilometer vor mir. Ich bin begeistert. Ah. So wie ich gestern gestraft wurde, so beschenkt mich heute der liebe Gott mit dem schönen Wetter. Kein Lüftchen weht, na, 7 km/h. Moin. 7 km/h haben wir nur Gegenwind und ach gut, jetzt geht's ein bisschen
an der Bundesstraße lang, aber das ist mir egal. Ich habe heute richtig gut Zeit gut gemacht hinterm Deich. Ich bin begeistert. Lecker Fischbrötchen hatte ich. Schorle gerade. Yummy. Wunderschön. Wunderschön die Landschaft. Ah. Bei 35 km/h kann man das doch wunderschön genießen. Wirklich schön. Da liegen die Gänse. So, jetzt stehen wir hier mal wieder mit einer Panne. Die ganze Zeit war ruhig, die ganze Zeit kam nicht ein Auto, jetzt kommt laufend ein Auto. Also, was ist passiert? Ja, es ist definitiv eine andere Stelle als die letzten drei Male. Das ging so schlagartig, ich bin da vorne um die Kurve gefahren. Ja, da vorne war, obwohl, es kann doch wieder so ein Dorn sein, da ist so ein Dornbusch, sehe ich gerade. Da bin ich lang gefahren und auf einmal machte es immer, wenn das Loch unten war. Ja, und dann habe ich hier angehalten, dann hat es langsam gezischt und ganz zum Schluss gab es ein Pff und die Luft war raus. Jo, das ist es. Problem. Jetzt hoffe ich, dass ich einen Abschleppdienst kriege, der mich dann nach Meldorf bringt. Und von Meldorf will ich dann weiter nach St. Michaelisdonn und dann schauen, wie war das mal? Was ist denn jetzt hier für ein Verkehr? Die ganze Zeit kam nicht einer. Jetzt kommen ja laufend Leute. Also egal. Also ich will von der Zielinski-Fahrradhändler, der würde mein Fahrrad reparieren. Und ja, dann kann ich heute meine Tour noch zu Ende bringen wahrscheinlich. Bis später. Ja, natürlich hätte ich den Schlauch wechseln können. Aber ich wollte halt dem AXA Kundenservice noch eine Chance geben nach dem gestrigen Tag. Und was soll ich sagen? Nix hat AXA hinbekommen. Naja, das ist nicht ganz richtig. Immerhin haben sie die Werkstatt angerufen, nachdem ich mich dort schon angemeldet hatte. Naja, und der Transport? Oh, kilometerlang schieben, bis ich endlich Schatten hatte, weil in der prallen Sonne wollte ich nicht. Und dann das Rad notdürftig mit der Unterstützung eines angetrunkenen Polen mit so einem Notfallspray halb gefüllt und ja, dann die letzten 3 Kilometer auf schwammigen Reifen bis in die Werkstatt in Mellendorf gefahren. Ja, und die Mitarbeiter vom Fahrradhaus Zielinski, das waren dann auch Profis. Es hat nur 15 Minuten gedauert. Dann hatte ich meinen neuen Mantel von Schwalbe, den Marathon Plus und auch einen neuen Schlauch. Und konnte so dann meine letzte Etappe zu meinem letzten Übernachtungspunkt anfahren. Das letzte Stück noch abseits des Verkehrs mit frisch gemähten Heufeldern. Wir haben noch vor uns 7 Alter Schwede! Wollen wir mal hoffen, dass der Platz nicht belegt ist. Das ist er. Tönk.
Ist das nicht ein genialer Blick von meinem Zeltplatz aus? Das ist das Naturschutzgebiet und rechts daneben kommt dann eine Kuhweide. Kühen. Da sind die Kühe. So. Und hier bei mir ist dann mein Zelt. So, das Zelt, Fahrrad. Und da ist auf meiner Bank. Werde ich kochen. So, das war mein vorletzter Teil. Ich hoffe, den letzten Teil, den werde ich etwas schneller jetzt online bringen. Wird auch nicht mehr so viel sein. Was ich gemerkt habe bei dieser Radreise, ich muss mehr zeigen, nicht einfach nur die Touren zeigen. Ich weiß, das wird ganz schön anstrengend und langweilig, vor allen Dingen immer nur die Strecke. Ich gelobe Besserung, allerdings im nächsten Teil noch nicht, aber bei der nächsten Fahrradtour. Ja, wenn es euch denn noch gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch. Lasst ein Abo da, erzählt es weiter und man hört sich und sieht sich. Tschüssi!